Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Ich befinde mich hier im Kompetenzzentrum der HWK in Koblenz und momentan tagt hier eine Jury, um den Sieger des Designpreises Rheinland-Pfalz herauszufinden. Mit Design verbindet man ja eigentlich junge und frische Gedanken. Aber vorerst haben wir jetzt mal für Sie einen älteren Handwerker besucht und der ist immer noch aktiv in seinem Beruf. Mitten im Herzen von Remagen hat Hermann Löffler seinen Friseursalon. Der rüstige Handwerksmeister kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken und hätte den Ruhestand sicher längst verdient. Und doch geht er täglich mit Leidenschaft und viel Spaß noch immer seiner Arbeit nach. Ich bin 90 Jahre alt, bin 1917 im Februar geboren und ich habe immer noch Spaß an der Freude. Seine Ausbildung liegt zwar einige Jahrzehnte zurück und doch kann er sich noch immer ganz genau an den ersten Lehrtag erinnern. Ja, da bin ich ins Salon gekommen, Kittelchen an, ich habe dann müssen gucken und fertig abbürsten und so weiter. Und dann kam ein Herr, der war Brauereibesitzer, Dr. Fleischhut. Der hat gesagt, so Bibel, da stoß man nah an die Wand, war schon Bretter, schon, ja, bei der Wand. Dann hat er das Bleistift rausgeholt, hat dann einen Strich an die Ding gemacht. So Bibel, wenn du jetzt 3,5 Jahre gelernt hast, dann wirst du was geworden. Wenigstens größer. Mein einziges Hobby, was ich hatte neben meinem Beruf, war Sport. Ich hatte Lehrgänge gemacht in Koblenz, 2 Stück, für Männerturnen. Und habe ich 25 Jahre lang habe ich eine Männerregel trainiert. Die habe ich ich habe gewandert, war auch mal Wanderführer ein paar Jahre. Das ist wichtig und das soll man den Jugendlichen sagen. Sie sollen Sport treiben, egal, ob es Fußball, Handball, Turnen, Sport ist Sport. Und das ist wichtig. Die treue Stammkundschaft erhält hier nicht nur eine Top-Frisur, hier gibt es auch Lebensgeschichte pur. So, ich komme seit circa 15 Jahren hier hin. Ich komme immer wieder gerne hier hin. Man erfährt dann so alte Geschichten hier aus dem Ort und aus seiner Soldatenzeit, aus der Militärzeit. Das ist immer sehr interessant. Und ich hoffe, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt. Sie haben also gesehen, wie einen das Handwerk im hohen Alter noch fit halten kann. Und jetzt gehen wir von dieser etwas älteren Generation mal wieder zur jungen Generation. Und dort haben wir einen österreichischen Lehrling besucht, der hier 2 Wochen in Koblenz als Glaser arbeitet. Und das im Rahmen eines Lehrling-Austauschprogramms. Aus einer Stadt mit großer Tradition in ein Unternehmen mit einer ebensolchen. Beim ehemaligen königlichen Hofglasmacher Kaspari, gegründet 1846, erlernt ein junger Wiener aktuell ein paar internationale Handgriffe im Umgang mit dem Werkstoff Glas. Im Rahmen eines Lehrlingsaustauschprogramms sind 8 Österreicher momentan in Betrieben der Region und lernen Land, Leute und den Handwerksberuf etwas besser kennen. Ich heiße Patrick Hanse, komme aus Wien, mache bei einem Lehrlingsaustausch mit. Übrigens, Lehrlingsaustauschprogramme gibt es auch für Jugendliche aus unserer Region. Mehr Informationen dazu bei der Handwerkskammer Koblenz. Auch bei dem Kompetenzzentrum in der HWK in Koblenz hat dieser Betrieb mitgearbeitet. Und da ging es sicherlich auch um das Thema Design. Und ein paar Bilder rund um das Thema Gestaltung des Handwerks haben wir jetzt noch für Sie. Und damit möchte ich mich auch schon von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihre Katharina Buchsieb.